Weltweit gelten verschiedene Arten der Gesetzgebung, vor allem in Ländern, die die Sicherheit von Passagieren gesetzlich verankert haben. Die Gesetzgebung zu Kindersitzen kann in drei große Regionen eingeteilt werden: Nordamerika, Australien und Europa. Asien verfügt über eine andere Gesetzgebung, die aber eng mit der europäischen verbunden ist. Wie lange du einen Kindersitz nutzen musst, hängt vom jeweiligen Land ab, aber im Durchschnitt wird er bis zu einem Alter von 10 Jahren verwendet, nach verschiedenen Auswahlkriterien wie Alter, Gewicht oder Größe. In Europa gelten derzeit zwei Arten der Gesetzgebung für Kindersitze parallel: R44 und R129. R44 ist die erste und älteste Norm in der EU und stammt ursprünglich aus den 80er Jahren. R129, auch bekannt unter dem Namen iSize, ist eine neue Norm, die 2013 in Kraft getreten ist und deren Fokus insbesondere auf rückwärtsgerichtetem Fahren bis 15 Monate und der Verwendung von ISOFIX liegt. Eine weitere Änderung durch iSize ist die Einteilung der Kindersitze von Gewicht in Kilogramm zu Größe in Zentimeter. Die Auswahl des richtigen Kindersitzes anhand der Körpergröße ermöglicht eine bessere Zuordnung zum Kind. Sie ist den Eltern zum Beispiel durch Kleidungsgrößen eher geläufig als das Gewicht. Bereits seit der Umsetzung von R44 schreibt die lokale Gesetzgebung in Europa die Verwendung eines Kindersitzes bis zu einem Alter von ca. 10 Jahren vor, allerdings mit Unterschieden innerhalb der Länder Europas. Einige Länder begrenzen die Verwendung von Kindersitzen auf 135 cm, andere schreiben 150 cm vor. Das bedeutet, dass Kindersitze verwendet werden müssen, bis Kinder auf die weiterführende Schule gehen.